danach zu beurteilen, ob sie für unsere Interessen als Bewegung nützlich und loyal sind oder auch nicht. Mach's gut. Das ist eine wichtige Lektion. Und kritische Beobachter wie Joe Bauer werden uns immer wieder daran erinnern. Oben bleiben. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben wirklich unterirdische Verhältnisse. Dieselben Herrschaften dieser ehrenwerten Gesellschaft erzählen uns und den Kolleginnen im öffentlichen Dienst, den Erzieherinnen, den Krankenschwestern, den Müllmännern, dass für ihre Tarifforderung nach 100% für alle plus 3,5% kein Geld mehr da sei. Bürgermeister Bölfle hat im Morgenmagazin der ARD erzählt, er wüsste nicht, woher er das Geld nehmen soll. Wir wüssten das schon. Das, liebe Freundinnen und Freunde, ist doch einfach nur unverfroren angesichts der größten Verschwendung aller Zeiten namens Stuttgart 21. Und deshalb möchte ich Sie und euch bitten, die Kolleginnen und Kollegen von Verdi am kommenden Mittwoch auf dem Marktplatz zu unterstützen um 12.15 Uhr bei ihrer Kundgebung. Denn Verdi steht von Anfang an gegen Stuttgart 21. Viele Kolleginnen und Kollegen haben bei ihrer Streikkundgebung letzte Woche unsere Bürgerbegehren unterschrieben. Und am kommenden Montag wird hier auf der Montagsdemo Kuno Hägele, der Geschäftsführer von Verdi Stuttgart, sprechen. Die Demo-Route führt uns jetzt wie vergangene Woche über den Schlossplatz, die Friedrichstraße zur Lauenschlager Straße und auf Ende die heutige Montagsdemo. Bis spätestens kommenden Montag, also bei der 216. Montagsdemo mit dem Verkehrswissenschaftler Professor Heiner Monheim und dem Geschäftsführer von Verdi, Kuno Hägele, oben bleiben.